Der Transfermarkt ist wie eine Börse. Ich zeige euch heute insgesamt drei Tricks, wie ihr vielleicht ein bisschen Ausschau halten könnt nach guten Investitionen, nach guten Trading-Tipps, nach Snipe-Filtern und so weiter und so fort. Bleibt auf jeden Fall dran. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute möchten wir uns um drei Trading-Tipps kümmern, wie ihr am besten investieren könnt, wie ihr vielleicht mit ein bisschen Zeitinvestment auf jeden Fall ganz gut Coins machen könnt. Und dazu habe ich insgesamt drei verschiedene Tipps. Wenn ihr Bock habt, dass ich drei weitere Tipps dahingehend raushaue, denn die habe ich noch parat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir hier auf dieses Video die 1000 Likes schaffen würden. Also eskaliert ordentlich in den Kommentaren, eskaliert ordentlich bei den Daumen nach oben. Und falls ihr noch FIFA Points braucht, ja, MMOGA unten in der Videobeschreibung verlinkt für günstige Xbox Cards oder PSN Cards. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dahingehend eben unterstützen würdet. Jetzt starten wir rein. Tipp Nummer 1, 2 und 3. Es wird losgehen. Auf geht's. Wir haben heute insgesamt drei Punkte abzuarbeiten. Der erste Punkt lautet Top-Partien-Prediction. Ja, ihr kennt es ja von meinem Kanal. Die wird definitiv auch jetzt am Wochenende kommen. Meine Top-Partien-Prediction. Die wird, weil die Top-Partien haben sich geändert. Sie kommen nicht mehr freitags oder donnerstags raus, sondern die kommen schon am Dienstag raus, sind insgesamt für eine Woche abzuschließen. Ne? Und dahingehend muss man natürlich das Video ein bisschen weiter nach vorne verlegen. Das ist klar. Aber Top-Partien-Prediction, klar, es kommt natürlich bei mir auf dem Kanal, aber ihr oder manche kritisieren natürlich, wenn ich das Video raushau, dass die Spieler dahingehend dann auch schon ein Stück weit ansteigen. Ihr könnt natürlich dazu eigentlich selber den Kopf einschalten und einfach mal selber gucken. Es gibt natürlich unfassbar viele Ligen in FIFA und deswegen ist es mein Tipp, geht einfach mal auf ergebnisselive.com. Das ist die Seite, die ich immer verwende. Und geht da einfach mal jede große Liga durch und guckt euch an, wer spielt gegeneinander. Solche Derbys wie AC Mailand, Inter Mailand, die sind klar. Dortmund, Schalke, Hamburg, Bremen und so weiter und so fort. Und ihr guckt einfach jede Liga durch und schreibt euch vielleicht auch einfach eine Liste, wo ihr sagt, ich weiß, dass die letztes Jahr schon als Top-Partien kam. Und damit könnt ihr natürlich dann investieren, indem ihr einfach mal 3, 4, 5, 6 Spieler kauft. Ich meine, man braucht maximal 1 bis 2. Maximal von einem Club, aber holt euch doch einfach 4, 5, 6 Spieler, um einfach die Spieler, in die ihr investiert habt, die ihr abgebt, einfach nochmal doppelten Profit rauszumachen und sozusagen überhaupt nichts sozusagen ausgebt. Ich denke, das ist relativ einfach. Was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich gar nicht schwer. Ihr geht einfach drauf auf dieses ergebnisselive.com oder irgendeine andere Internetseite, die eben zeigt, wer gegen wen am Wochenende gegeneinander spielt. Und dann schaut ihr, was hat Derby-Charakter, was ist ein Top-Spiel. Guckt euch einfach die Tabellen an. Die Tabellensituation ist auch manchmal sehr, sehr ausschlaggebend. Auch zweite, dritte englische Liga, genau solche Mannschaften steigen natürlich im Preis am meisten an, ist aber auch eine größere Spekulationsrate. Wie gesagt, alle drei Tipps, die ich jetzt hier raushau, sind natürlich nach eigenem Gewissen gut gewählt, aber ihr müsst selber entscheiden, bringt euch das was oder bringt euch das nicht. Also es ist mit einem bestimmten Risiko auf jeden Fall verbunden. Aber Top-Partien-Prediction, das geht auf jeden Fall sehr gut klar. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige von euch auch ein bisschen Zeit haben, einfach mal abends am PC oder am iPad oder am iPhone oder sonstiges, an sonstigen Gerätschaften, einfach mal nachgucken und sich das mal rausschreiben. Es dauert nicht lange, es sind 5 bis 10 Minuten, früh, wenn ihr aufsteht oder wenn ihr meinetwegen auch sehr, sehr gerne nachmittags an der Konsole sitzt oder auch noch abends, einfach mal 3, 4 Spieler holen, es schadet euch nichts. Wenn sie zum Abstoßpreis zum Beispiel auch noch gehen, ist es natürlich noch besser. Ja, also holt euch 3, 4 Non-Rare-Gold-Spieler von diesen Teams, holt euch 2 bis 3 seltene Spieler von diesen Teams, die werden definitiv ansteigen, wenn sie kommen. Macht euch eure eigene Prediction und dann vergleicht einfach eure Prediction mit meiner Prediction, die ich immer raushauen werde und so einfach ist Tipp Nummer 1. Gehen wir über zu Tipp Nummer 2 und das sind die Once-to-Watch-Karten. Viele von euch haben ja auch gefragt, in den SBC RTG Road to Glory zum Beispiel, was passiert mit den Once-to-Watchs, wie kann man investieren und ich zeige euch einen ganz simplen Trading-Tipp. Ja, und zwar ganz einfaches Prinzip, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Bernardeschi. Ja, Bernardeschi ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn er hat jetzt am Wochenende ja, gut gespielt, hat getroffen, wenn mich nicht gar alles täuscht und viele haben davon dahingehend einfach spekuliert, er wird einen Inform bekommen, ja, und wenn der Inform kommt, bedeutet das natürlich auch automatisch, der Once to Watch wird steigen. Ja.
Deswegen, was könnt ihr machen? Ganz einfach, als allererstes, es sind insgesamt zwei Sachen, die ihr machen könnt. Entweder, erstens, ihr geht einfach mal am Wochenende, wenn ihr Zeit habt, macht einfach genauso die gleiche Seite ergebnisse-live.com auf und guckt einfach mal, wer gegeneinander spielt. Wer steht in der Startaufstellung? Welcher Ones to Watch spielt definitiv von Anfang an? Und dann kauft ihr euch einfach mal ein, zwei Spieler. Ja? Der Verlust, den ihr damit macht, klar, könnten 2.000 bis 3.000 Münzen sein. Die kann man aber auch schnell wieder rausholen. Das ist kein Problem. Der größere Faktor ist aber, trifft zum Beispiel Bernardeschi. Er kostet meinetwegen jetzt mal 40.000 Münzen. Er trifft im Spiel. Der Preis von Bernardeschi wird für kurze Zeit unfassbar in die Höhe steigen. Das heißt sozusagen, statt 40k würde er jetzt vielleicht sogar 60.000 kosten, weil viele dahingehend auch spekulieren, dass natürlich Bernardeschi vielleicht einen Info bekommen könnte. Macht er dann sein zweites Tor, ist es natürlich mit dem Preis komplett aus, denn er steigt dann richtig nach oben. Trifft er nicht oder sonstiges, ihr müsst einfach dann während des Spiels einfach den Markt beobachten, ne? Wie sieht der Preis aus von Bernardeschi zum Beispiel oder von dem anderen Once-to-Watch-Spieler und schaut einfach, wie kann man dahingehend am besten die Münzen machen. Es ist ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft, die Preise gehen sehr, sehr schnell rauf und runter, aber mit ein bisschen Zeit, ja, und mit ein bisschen Geschick könnt ihr auf jeden Fall dahingehend auch gute Münzen machen. Kauft euch erstmal einen Once to Watch, der nicht ganz so teuer ist. Zum Beispiel wie Cassie von AC Mailand. Wenn er spielt, ein gutes Spiel macht, selbst da, falls er kein Tor macht, sondern einfach nur solide ist, vielleicht auch Man of the Match wird, das könnt ihr natürlich auch überall nachgucken. Dann könnt ihr euch relativ gut sicher sein, dass es eine erhöhte Chance gibt, dass er im Team of the Week ist. Machen wir weiter. Wie kann man weiter traden, Once to Watch? Und jetzt kommt das Beispiel, und zwar gibt es auf Footpad immer eine Prediction, eine Team of the Week Prediction. Schaut euch die einfach an, die kommt glaube ich am Montag oder am Dienstag raus. Wenn sie rauskommt, guckt euch einfach an, ist da ein Once to Watch dabei? Wenn ja, holt euch vielleicht den so schnell wie möglich. Und wenn er dann wirklich kommt, ihr seht es am Beispiel von Yarmolenko, er war glaube ich knapp 60.000, 70.000 wert. Yarmolenko ist gekommen, die Ankündigung am 16 Uhr war, und sein Inform, sein Once to Watch ist auf maximal Price Range gegangen, das waren 200.000 Münzen. Ein Yarmolenko als rechter Mittelfeldspieler mit 84 Gesamtrating ist fast doppelt so teuer wie ein 88er Robben aus der Liga. Kann man jetzt auf jeden Fall ein Stück weit vergleichen, nicht unbedingt perfekt, aber so war es eben. Und dann ist der Zeitpunkt, dass ihr, sobald er wirklich steigt, vielleicht auch extinct geht, dieser Once to Watch, ihn komplett verkauft. Denn alle sind im Hype, alle denken, ah, der wird noch mehr steigen, jetzt ist die Price Range nicht mehr da, ja, oder er ist extinct, er ist am Maximum angekommen, er wird definitiv noch höher steigen, weil seine Price Range angepasst wird. Das ist aber falsch, denn ihr seht es am Preis von Yarmolenko, er fällt dann wieder, weil der Hype ist da. Der Inform kommt raus und der Hype fällt wieder und der Once to Watch geht auf jeden Fall ein Stück weit nach unten. Liegt einfach auch daran, der Inform ist zum Beispiel jetzt nicht zu ziehen. Das ist jetzt ein spezielles Beispiel gewesen. Aber so kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut Coins machen. Gehen wir jetzt aber zum Bernardeschi-Beispiel wieder und man sagt, Bernardeschi soll ins Team of the Week kommen. Kommt aber nicht. Dann wird um 16 Uhr ein Panikverkauf stattfinden, denn viele haben Angst, viel Verlust zu machen, und das ist der Zeitpunkt, wo ihr zuschlagen müsst, weil da werden die Once to Watches noch billiger, als sie davor waren, denn er fällt rapide ab, sehr, sehr viele verkaufen ihre Once to Watch Investments und dadurch habt ihr die Möglichkeit eben einen billigen Bernardeschi zu bekommen, der im Laufe der Woche auf jeden Fall wieder ansteigen wird, und somit könnt ihr auch auf jeden Fall sehr gut Coins machen. Weiter machen wir mit dem dritten Tipp, und der schließt sich eigentlich direkt zu dem Once to Watch an, und zwar zum Team of the Week. Ja, das Team of the Week kommt natürlich auch raus, ihr seht schon, dass Once to Watch und Team of the Week sehr, sehr eng miteinander beschaffen sind. Aber beim Team of the Week kommt es eher darauf an, dass ihr auch auf Foothead nachschaut, wie sieht die Prediction aus. Und dahingehend holt ihr euch einfach mal 2 bis 3 Spieler, die da drin inbegriffen sind. Denn, gutes Beispiel war gestern De Bruyne. De Bruyne ist rausgekommen als Inform-Variante und sein, also am 16. wurde, am 16. um 16 Uhr wurde er angekündigt. Und dahingehend ist sein Preis um 50.000 Münzen gestiegen, weil eben dieser Hype entsteht, dass er eben dann eine Woche nicht mehr zu ziehen ist. Danach fällt er dann wieder ganz leicht ab. Also von 16 Uhr bis 16.15 Uhr ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit, da zu investieren und direkt seine Spieler eben entweder zu kaufen, ganz am Anfang um 16 Uhr, oder um 16.15 Uhr zu verkaufen, weil da der Hype am größten ist. Danach flacht es wieder ab, er war nämlich bei knapp 310.000 Münzen, De Bruyne. Jetzt liegt er glaube ich wieder bei 280.000, also er hat jetzt sozusagen insgesamt mit EA-Steuern
ungefähr 27.000 Münzen Gewinn gemacht und damit kann man auf jeden Fall ganz gut traden. Ja, ihr habt sozusagen die Möglichkeit, ein bisschen nachzugucken, einfach ein bisschen Zeit zu investieren und dann zuzuschlagen. Ob es beim Top-Partien sind, ob es beim Wants to Watch oder beim Team of the Week sind, das sind alles drei fast die gleichen Regeln, die gelten. Mit Auge aufpassen, sich einfach mal informieren im Internet, wie sieht es denn aus, zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall bei EA nachgucken, zum Beispiel auf Twitter oder sonstiges, zuschlagen oder verkaufen und damit könnt ihr auf jeden Fall ganz, ganz gut Coins farmen und auf jeden Fall könnt ihr auch sehr, 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 sehr gut schnell nach oben kommen und euch vielleicht einige Spieler leisten, die ihr sonst euch nicht leisten könnt. Das war's von mir. Drei einfache und simple Trading-Tipps, die einfach nur ein bisschen Zeit kosten. Und das ist nicht viel Zeit, deswegen gebt definitiv, wenn euch das gefällt, einen Daumen nach oben. Ich hätte noch drei andere Trading-Tipps, auch wie man am besten spekulieren kann, Investments machen kann und. Deswegen, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, haue ich übermorgen natürlich auch nochmal eine Folge raus. Also Daumen nach oben geben, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Immer smart und sexy bleiben, ich bin raus. Euer Chris und ciao.